So, meine Damen und Herren, da kommen wir wieder zurück zum Glück bei Stock Grid Versus. Das ist sozusagen der, ich nenne es mal der zweiten Episode der Race-Serie Muscle Time Attack Two Rounds Madness Barcelona und Havanna, mindestens Dritter. Standard, 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 Standard. Dodge, Muscle. Ich frage mich, was der Unterschied ist zwischen dem, ich sage es mal, bläulichen Standard, dem lila Standard, dem gelben Standard. Aber naja, solange wir kein Auto kaufen müssen, fahren wir halt Time Attack, drei Runden, 2,43 Kilometer, Barcelona High Street. Ich habe eben gerade in der Badezimmer meine Heizung angemacht. Seit Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, wie es klingt. 6 Jahren, die ich Außerdem hier in wird der es hier Wohnung ordentlich wohne, habe ich die regnen. Heizung nie angemacht und die brauche jetzt halt in der Zeit, bis sie einmal komplett durchheizt. Mal gucken nach der ersten Runde, welche Zeit ich fahre. Erster. Junge, gib doch mal Gas und hör auf hier zu bremsen, Alter. Meine Fresse. Gibt nichts Schlimmeres. Hey, haben wir noch mein Auto. Eine 1-3, nice. Aber wie das Time Attack schon sagt, da geht's auf Zeit, wer die schnellste Runde fährt, gewinnt. Meine Kollegin eine 1:14.374 und der Drittplatzierte hat dann halt eine 1:14.5. Also relativ knapp kann man sagen, ab Platz 2. Der letzte hat eine 1:16.3. 1:14.3, das heißt zwischen Platz 2 und 3 sind es nur 2 Sekunden.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Bei Formel 1 wäre es noch knapper. So, 550 haben wir gekriegt. Also nochmal Zusatzknete. So, das ist dann jetzt unsere zweite Runde. Gleiche Strecke. Geht es dann auch wieder darum, die schnellste Zeit zu fahren. Aber das ist ja nicht das Problem. Wie gesagt, ich hatte vorhin mit Heizung angefangen. Seitdem ich hier wohne, seit 6 Jahren, hatte ich die Heizung am Bad niemals an. Deswegen braucht die extrem lange, um einmal warm zu laufen. Die ist immer gerade nur zelte warm geworden. Oder warm. So, Teamkollege und Rivalen überholt. Ja, erst reinhalten, dann wieder aufmachen und reinbremsen. Ey, das hasse ich ja. ...1,41 ist momentan die schnellste vorgegeben. Aber wir sollten das locker unterbieten. Ja, locker. In fast 20 Sekunden. Und das Auto hat nur 4 Gänge. In Ordnung. Reicht auch. Nico, lass mich vorbei. Wow. Leute, ich bin auf sehr einfach. Was macht so viele Fehler? Ich wollte sie erst außen überholen, aber auch dachte, nee, lass mal. Habe ich jetzt alle überholt? Ich glaube.
18,3, aber ein bisschen mehr angeeckt haben, aber mein Gott. Mein Kollege hat auch nur 6,5 einkassiert, anstatt dass man das mal die 10, das kommt auch nochmal mit oben drauf. Aber mein Gott. Ja, diesmal hatte sie ein bisschen mehr, fast eine halbe Sekunde Vorsprung, 0,4 Sekunden Vorsprung. So, was sagt denn die Uhr? 6.59 Uhr, sagen wir 7 Uhr, ja, und die Sonne geht so langsam auf, also es wird langsam heller. Level up, jetzt haben wir wieder unsere 1 Million. So, jetzt haben wir gesagt 1.018.740, vorher hatten wir glaube ich 1.014.000, also jetzt haben wir 4.000 plus gemacht sozusagen. Und meine Kollegin ist nur gesamt Dritter geworden insgesamt, genau. Aber es macht ja nichts. Wenn sie gesamt Zweite gewesen wäre, hätte sie mehr Knete rausgekriegt, aber wir mehr Knete rausgekriegt, aber mein Gott, das ist das Leben. Eine Runde. Okay, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir werden uns dann gleich in Rennen Nummer 4 von 14 in der Stock Grid Serie wiedersehen.